So. Guten Tag, sehr geehrte Gäste. Herr Vizepräsident, Herr Präsident, Christoph Schröder, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin sehr froh, dass wir hier alle zusammen sind. Trotz schlechtem Wetter haben Sie es geschafft, hier hinzukommen. Das ist für jeden eine Herausforderung. Und ich denke, für Leute mit einer Behinderung umso mehr. Das ist mir jetzt bewusst geworden, als ich hier hingekommen bin. Gestern war der internationale Tag für Menschen, die mit einer Behinderung leben. Seit 1993 ist das der Tag, den wir diesen Leuten widmen, um das Wahrnehmen der Bedürfnisse dieser Leute eigentlich zu stärken und auch um uns daran zu erinnern, wie wichtig es ist, dass wir diesen Menschen eine inklusive Gesellschaft auch anbieten. Wir wollten diese Konferenz eigentlich sehr zeitnah am 3. Dezember machen. Ich glaube, das ist uns auch gelungen, heute am 4. Dezember mit euch diese Mittagsstunde zu verbringen, um über dieses wichtige Thema zu reden. Du hörst nicht genug. Okay. Soll ich noch lauter reden? Nee. Ah ja, okay. Gut. Soll ich es tragen? Oder hier so einfach halten? Ja, schön. Hast du? Ist gut, wenn ja. Eine Sekunde. Ah. Also klickt durch. Ja, das ist wie die kleinen Mikro, so kleine Klick. Tast? Tast. Geht das? Ja. Bitte? Okay. Voilà. Also ich habe gerade gesagt, dass es wichtig ist, dass wir heute diese Konferenz machen, zeitnah zum 3. Dezember, gestern, internationaler Tag der Menschen mit Behinderung. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns zeitnah treffen, um dieses wichtige Thema zu behandeln. Das ist auch ein Thema wichtig für die EU. Ich gebe Ihnen ein paar Zahlen. Sie wissen vielleicht, es leben 450 Millionen Leute in der EU. Und davon sind 101 Millionen Leute betroffen mit irgendeiner Form von Behinderung. Das ist sehr viel, das ist eine Person auf vier. Und so ist es unsere Verantwortung, dieses Thema regelmäßig zu diskutieren und dafür zu sorgen, dass all diese Leute ein schönes Leben in unserer Gesellschaft führen können. Die Kommission nimmt dieses Thema sehr ernst. Seit 2010 gibt es eine europäische Strategie für Menschen mit Behinderung. Eigentlich damit es einfacher für diese Menschen ist, ihre Rechte geltend zu machen und dass wir auch auf die Bedürfnisse und Belange dieser Menschen aufmerksam gemacht werden. Wir reden hier auch um europäische Werte, weil es geht hier um eine inklusive Gesellschaft. Das wollen wir ja alle. Und deshalb müssen wir auch diese Menschen mit in unsere Gesellschaft und mit in unsere Anstrengungen einbeziehen. Seit 2010 gibt es wichtige Fortschritte, aber noch nicht genug. Und deshalb wurde diese Strategie auch schon einmal verlängert. Die läuft jetzt bis 2030, aber eine Strategie allein genügt nicht. Das sind ja eher Objektive, die wir uns setzen. Wir brauchen auch konkrete Instrumente. Und über diese konkreten Instrumente und die Neuigkeiten hierzu werden wir heute zusammen reden. Ich mache die Moderation heute. Für die, die mich noch nicht kennen, Ankan Tür, ich vertrete die Europäische Kommission hier in Luxemburg und erkläre, was wir alles so tun, um den Bürgern das Leben zu vereinfachen. Und ich habe die große Freude, heute Marc Angel mit dabei zu haben. Marc Angel ist Mitglied des Europäischen Parlaments für die LSAP, Sozialdemokraten, und er ist auch Vizepräsident des Europaparlaments und Mitglied des Ausschusses, wo das Thema Gleichheit auch sehr viel diskutiert wird. Und wir wissen alle, dass Marc Angel dafür bekannt ist auf EU-Ebene, dass er sich sehr für Gleichberechtigung jeder Bürger einsetzt. Und er macht das auch mit sehr viel Geschick
Und ich glaube, dass wir in Luxemburg hier sehr stolz auf ihn sein können, dass er uns so gut vertritt im Europaparlament und auch Menschen mit Behinderungen gut vertritt. Dann haben wir auch Jan Dron. Sie sind Präsident von Info Handicap und Sie kennen dieses Thema in- und auswendig aus mehreren Perspektiven. Und ich bin sehr froh, dass wir von Ihnen hören können, was Sie denn so danken zu der neuen Initiative der Europäischen Kommission, die jetzt sehr rezent vorgestellt wurde. Hier geht es um ein neues Gesetz, welches den europäischen Behindertenausweis einführt und auch zum selben Zeitpunkt den europäischen Parkausweis für Menschen mit Behinderungen. Es geht also darum, das Leben einfacher zu machen und so, dass die Interessen jeder Menschen mit Behinderungen zum Tragen kommen, ganz konkret, auf ganz konkrete Weise. Und wir sind natürlich sehr gespannt, von Ihnen zu hören, ob der Vorschlag der Kommission den Interessen der betroffenen Menschen auch, ob das in ihrem Interesse ist, ob wir noch mehr tun können. Und natürlich ist es auch dann an Ihnen, Fragen zu stellen und Bedenken auch zu äußern. Dafür sind wir heute hier. Auch kritische Fragen, gerne stellen Sie sie gerne. Wie Sie bemerkt haben, werden wir begleitet von einem Herrn, der uns die deutsche Gebärdensprache auch noch mitgibt, sodass jeder versteht, worum es geht. Wenn Sie Fragen haben, bitte stellen Sie sie in der Sprache, die Ihnen am besten liegt. Das kann Luxemburgisch sein, Französisch, Deutsch oder Englisch. Wir werden in jeder Sprache antworten, sodass auch jeder sich dann zu der Sache ausdrücken kann. Und wir haben auch Christoph Schröder hier mit uns. Christoph Schröder ist der Leiter des Büros des Europäischen Parlaments hier in Luxemburg. Er macht ein bisschen das Gleiche wie ich, aber nur von der Seite des Europaparlaments gesehen. Und wir organisieren die Midi du Consommateur immer zusammen mit dem Centre Européen des Consommateurs, Pauline, dans le fond de la salle, die Leute besser über ihre Rechte aufzuklären. So, das war es dann von mir als kleine Intro. Und ich würde mir dann erlauben, Herrn Patrick de Rond sofort das Wort zu geben, damit er uns informiert über seine Analyse dieser neuen Initiative der Kommission und was wir uns davon erwarten können. Vielen Dank. So, sehr verehrte Gäste, sehr geehrte Vertreter der Europäischen Kommission, sehr geehrter Marc Angel, es ist mir eine Ehre und eine Freude, heute mit Ihnen über ein Projekt zu diskutieren, was Info Handicap und viele andere Organisationen aus dem Behindertenbereich bereits seit längerer Zeit auf Ebene des Europäischen Behindertenforums mitdiskutieren und weitergebracht haben. Frau Kaltö hat es gerade gesagt, wir sind der 4. Dezember, der Tag nach dem Europäischen Tag, Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen. Es ist auch der Tag, nachdem wir gestern nicht nur dann den 30. Europäischen Behindertentag begangen haben, sondern auch den 30. Geburtstag von Info Handicap, wo Sie hier dann heute zu Gast sind. Und auf den Konferenzen des Europäischen Tages der Menschen mit Behinderungen, die letzte fand am letzten Donnerstag und Freitag in Brüssel statt, war die Disability Card seit einigen Jahren immer wieder ein Thema, besonders in den Redebeiträgen verschiedener Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Besonders erfreut waren wir demnach, dass die Europäische Kommission am 6. September 2023 den Vorschlag für eine Richtlinie zur Einführung des europäischen Behindertenausweises und des europäischen Parkausweises veröffentlicht hat. In einer ersten Analyse dieses Vorschlags aus Sicht der Menschen mit Behinderungen, die die möglichen Nutznießer dieser Ausweise sind, haben wir festgestellt, dass vieles, was in den Diskussionen
behandelt wurde, aufgegriffen wurde. Ich möchte hier in einem ersten Punkt die positiven Elemente des Vorschlags hervorheben und zeigen danach, wo der Vorschlag noch verbessert werden könnte. Zunächst einmal möchte ich betonen, dass wir den Vorschlag zunächst sehr positiv aufgenommen haben. Der Vorschlag wird zur verbindlichen Rechtsvorschriften für beide Karten führen. Also die Disability Card und das, was wir nennen, die Pachtkarte, die uns als dieser blaue Ausweis geläufig ist. Seit vielen Jahren setzen wir uns auf Ebene des Europäischen Behindertenforums für diesen europäischen Behindertenausweis ein. Und wir und unsere Mitgliederorganisationen, sowohl hier in Luxemburg, aber auch europaweit, waren an dem bisherigen politischen Entwicklungsprozess beteiligt. Die meisten von uns hervorgehobenen Prioritäten wurden in den Vorschlag aufgenommen. Der Ausweis wird als Grundlage für eine stärkere Sensibilisierung für Vielfalt und die Förderung der Akzeptanz von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft dienen und gleichzeitig die soziale Verantwortung stärken. Es muss darauf hingewiesen werden, dass der Ausweis nicht alle Probleme der Freizügigkeit für Menschen mit Behinderungen lösen wird, weil eine erste Applikation dieses Ausweises ist es eben, die Vereinfachung der Freizügigkeit von Menschen mit Behinderungen, also Reisefreizügigkeit und Umzugmöglichkeiten sind wesentliche Nutzfelder dieses Ausweises. Im Wesentlichen wird der Behindertenausweis Menschen mit Behinderungen die gegenseitige Anerkennung ihrer Behinderung für alle Dienstleistungen, Einrichtungen und Aktivitäten bei Kurzaufenthalten in anderen EU-Mitgliedstaaten garantieren. Ein wesentliches Hindernis für die Freizügigkeit von Menschen mit Behinderungen wird jedoch nicht berücksichtigt. Dies betrifft den Sozialschutz, der den dauerhaften Umzug in einen anderen Mitgliedstaat zum Arbeiten oder Studieren unterstützt. Im Kontext der Frage, was ein Instrument wie der Behindertenausweis bewirken kann, ist er sehr vielversprechend, da er sowohl für Menschen mit Behinderungen als auch für private und öffentliche Anbieter von Dienstleistungen, Einrichtungen und Aktivitäten Sicherheit schafft und administrative Hindernisse beseitigt. Wir fordern die EU-Institutionen auf, den Vorschlag zügig zu verbessern und so bald wie möglich zu verabschieden. Und wir sind bereit, mit allen politischen Entscheidungsträgern zusammenzuarbeiten, die weitere Informationen darüber wünschen, wie sich diese Ausweise auf uns auswirken. Die wichtigsten Punkte des Vorschlags sind, wie schon gesagt, der Vorschlag für eine Richtlinie auf europäischer Ebene im Europäischen Behindertenforum hatten wir um eine verbindliche Rechtsvorschriften gebeten und das haben wir erreicht. Es handelt sich nicht um eine Verordnung, die stärkste Art von Gesetz, aber das Erreichen einer Richtlinie ist auch schon ein hervorragendes Ergebnis. Sie basiert nicht auf einer restriktiven Liste von Dienstleistungen, sondern auf der gegenseitigen Anerkennung des Behindertenstatus in allen Dienstleistungseinrichtungen und Tätigkeiten, öffentliche und private Dienstleistungen, mit Ausnahme der Sozialversicherung. Damit wird der derzeitige Anwendungsbereich des Pilotprojekts für den Behindertenausweis erweitert. Zurzeit in den letzten 10 Jahren gab es ein
Pilotprojekt, an dem 8 Länder daran teilgenommen haben. Luxemburg war nicht dabei, um erste Erfahrungen zu sammeln mit dem europäischen Behindertenausweis. Dem Vorschlag zufolge werden die Ausweise auf der Grundlage der gegenseitigen Anerkennung funktionieren. Das bedeutet, dass die Verfahren zur Beurteilung der Behinderung und die Entscheidung darüber, wer den Ausweis erhält, nicht harmonisiert sind, sondern nach den nationalen Vorschriften und Verfahren ausgestellt werden. Wenn eine Person jedoch einen Ausweis besitzt, wird sie bei einem Besuch in einem anderen, EU-Land genauso behandelt wie einheimische Menschen mit Behinderung. Der europäische Behindertenausweis wird die Privatsphäre einer Person respektieren und keine detaillierten Informationen über die Art der Behinderung oder den Grad der Behinderung enthalten, was auch für uns ein wichtiger Aspekt ist. Die Richtlinie wird durch delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte ergänzt, die nach der Verabschiedung der Rechtsvorschriften ausgearbeitet und angenommen werden, um die Merkmale der Ausweise festzulegen. Der Behindertenausweis und der Pachtausweis werden getrennt bleiben. Und für beide Ausweise wird es sowohl eine physische, also Karte, und eine elektronische Version geben. Und beide werden vollständig zugänglich sein. Dann sind auch Maßnahmen vorgesehen, um Fälschungen und Betrug zu vermeiden. Und der europäische Behindertenausweis kann die nationalen Behindertenausweise ergänzen. Wo sollte der Vorschlag jetzt verstärkt werden, ergänzt werden? Der Behindertenausweis schließt eindeutig alles aus, was mit der sozialen Sicherheit, der Sozialhilfe und anderen wohnsitzbezogenen Sozialleistungen in Form von Geld oder Sachleistungen zusammenhängt, da dies in der Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit geregelt ist. Wir bedauern auf europäischer Ebene und auch als Info-Handicap, dass diese Gelegenheit verpasst wurde, weil das Problem des Umzugs in einen anderen Mitgliedstaat zur Arbeit oder zum Studium nicht gelöst wurde. Und vielleicht hätten wir als kleines Mitgliedsland da auch einen spezifischen Bedarf, da wir sehr viel Wechsel in unserer Bevölkerung haben und durch diese verpasste Gelegenheit eben Menschen mit Behinderungen nicht einfache Lösungen zugänglich machen. Also Menschen mit Behinderungen werden immer noch mit einer Lücke in der Bereitstellung lebenswichtiger Dienstleistungen konfrontiert sein, wie zum Beispiel die persönliche Assistenz, angepasste Wohnungen, Bereitstellung angemessener Vorkehrungen, Hilfsmittel, wenn sie für eine Arbeit oder ein Studium dauerhaft in einen anderen Mitgliedstaat umziehen. Während sie in ihrem Heimatland sofort ihren Anspruch auf Leistungen der sozialen Sicherheit verlieren, also wenn man umzieht, verliert man den Anspruch auf Leistungen, dauert es Monate oder manchmal Jahre, bis ihre Behinderung im neuen Wohnsitzland anerkannt wird. In der Zwischenzeit gehen die Betroffenen leer aus und müssen diese lebenswichtigen Leistungen aus eigener Tasche bezahlen. Wir sind überzeugt, dass die EU hier Handlungsspielraum hat, zumal Artikel 21 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU als verbleibende Rechtsgrundlage vorsieht, dass die EU Rechtsvorschriften erlässt, um das Recht der Unionsbürger, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zu erleichtern. Ein konkretes Beispiel. Eine Person, die persönliche Unterstützung benötigt, möchte von Lettland nach Luxemburg ziehen,
um hier zu arbeiten. Da die Invaliditätsleistungen an den Wohnsitz in Lettland gekoppelt sind, verliert die Person bei ihrer Ankunft in Luxemburg sowohl ihren Anspruch auf Invaliditätsleistungen als auch ihr persönliches Budget zur Bezahlung der persönlichen Assistenz. Hier in Luxemburg kann es jedoch dauern, bis ihre Behinderung anerkannt wird, bis all die Prozesse gemacht wurden, und in der Zwischenzeit muss die Person selbst für ihre persönliche Unterstützung aufkommen, was sie in eine prekäre administrative und finanzielle Lage bringen kann. Daher fordern wir, dass der Behindertenausweis diesen vorübergehenden Schutz bietet, während die Behinderung im neuen Wohnsitzland neu festgestellt wird, wenn jemand mit einem Arbeitsvertrag umzieht oder sich in einer Bildungseinrichtung einschreibt. Dann haben wir festgestellt, dass der Behindertenausweis keine Bestimmungen zu den EU-Mobilitätsprogrammen wie zum Beispiel Erasmus Plus enthält. Das bedeutet, dass Studenten oder Praktikanten, die ins Ausland ziehen, um dort zu studieren oder ein Praktikum zu absolvieren, nach wie vor ihre Sozialversicherungsleistungen aus ihrem Wohnsitzland verlieren und nicht automatisch den Behindertenstatus in ihrem Gastland erhalten. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf den Anspruch auf das Eingliederungsbudget im Rahmen von Erasmus Plus oder auf jegliche Unterstützung, die die Universität den Studierenden unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrem Aufenthaltsstatus anbieten kann. Der Vorschlag überlässt weiterhin die Verantwortung für Sensibilisierungskampagnen, Informationen über die verfügbaren Vorteile und die Finanzierung der Karten den Mitgliedstaaten. Wir weisen darauf hin, dass eine zentrale Datenbank auf EU-Ebene in allen EU-Sprachen, in der die verfügbaren Vorteile für jeden Mitgliedstaat aufgeführt sind, sowie eine EU-weite Sensibilisierungskampagne, die sich an die Bürger und Dienstleistungsanbieter richtet, unerlässlich sind. Wir sind überzeugt, dass ein zentraler Ansatz auf EU-Ebene besser wäre, um die Harmonisierung der Informationen, die Kohärenz und die Zugänglichkeit zu gewährleisten und spätere Verzögerungen, Missverständnisse und Unstimmigkeiten bei der Umsetzung zu vermeiden. Derzeit umfasst dieser Vorschlag nur EU-Bürger und ihre Familienangehörigen als potenzielle Ausweisinhaber, sowohl für den Behindertenausweis als auch für den Parkausweis. Dies sollte auch auf Drittstaatsangehörige ausgedehnt werden, die in der EU ansässig sind und deren Behinderung von einem Mitgliedstaat anerkannt wird. Die Kommission erwähnt diese Möglichkeit zwar auf Seite 5 der Begründung der Richtlinie, doch handelt es sich dabei nicht um eine feste Verpflichtung. Der Vorschlag befasst sich mit dem Problem der mangelnden Harmonisierung des Designs der Parkausweise, wie sie derzeit von Mitgliedstaaten ausgegeben werden. Er geht jedoch nicht auf das Problem der Parkplätze und die Vorschriften für das Parken selbst ein. Auch dies sollte in die Richtlinie aufgenommen werden, zum Beispiel durch die Einrichtung einer Datenbank auf EU-Ebene, die einen einfachen Zugang zu Informationen über Parkvorschriften und Parkplätze ermöglicht. Eine Klammer, es ist sogar für Inhaber eines Parkausweises hier in Luxemburg nicht immer evident zu wissen, was in welcher Gemeinde gilt. Zum Beispiel hier in der Stadt Luxemburg kann ich mit meinem Parkausweis auf einem normalen Parkplatz längs der Straße kann ich parken, ohne zu bezahlen und ohne auf die Parkdauer zu achten. Wobei ich auf einem Behindertenparkplatz muss ich die Zeit respektieren und bezahlen.
Ich sehe immer wieder zum Beispiel französische Staatsbürger, die ihren Pachtausweis haben, die nicht bezahlen, dann ein Bußgeld bekommen auf einem Behindertenparkplatz, weil in Frankreich auf einem Behindertenparkplatz braucht man nicht zu bezahlen. Also sehr, sehr konkret fehlt es da an Information, die verlässlich ist und die wichtig ist für die Menschen, um sich zu orientieren. Die Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen und ihrer Vertretungsorganisationen wird im Text des Vorschlags nicht ausdrücklich erwähnt, außer in Artikel 16 über die Berichterstattung und Überprüfung. Menschen mit Behinderungen sollten strategisch stärker in die Umsetzung und Bewertung der Richtlinie einbezogen werden. Und dies sollte im Text ausdrücklich erwähnt werden. Ist ein Kritikpunkt, aber man kann schon sagen, dass der Kontakt von der Europäischen Kommission, von den Direction Générale mit dem Europäischen Behindertenforum sehr gut ist, sodass dies auch gewährleistet ist, ohne dass es explizit im Text steht, aber es wäre schon besser, es wäre im Text verankert. Ein kleiner, aber dennoch wichtiger Punkt ist, dass der Vorschlag die automatische Ausstellung des Ausweises in Artikel 6.4 vorsieht. Wir möchten betonen, dass es völlig freiwillig bleiben muss, Inhaber einer Karte zu werden, um eine Stigmatisierung zu vermeiden. Es sollte keine direkte Ausstellung der Karte geben, es sei denn, die Person hat darum gebeten oder ausdrücklich zugestimmt, dass die Karte automatisch ausgestellt oder verlängert wird. Überdies sollte es niemals eine Verpflichtung geben, die Karte als Nachweis für eine Behinderung vorzulegen, um Leistungen in Anspruch zu nehmen, die im Rahmen anderer EU-Rechtsvorschriften gewährt werden, wie zum Beispiel das Recht auf Unterstützung an Flughäfen gemäß der Verordnung 1107/2006. Schließlich sollte ausdrücklich erwähnt werden, dass die Karten kostenlos ausgestellt werden sollten. Dies war ein schneller Rundumschlag über dieses wichtige Vorhaben der europäischen Behindertenkarte, also zwei Karten, die Behindertenkarte und die Pachtkarte. Sie haben gehört, es gibt sehr viele positive Punkte, einige Punkte, wo man noch nachbessern könnte. Und ich bin gespannt, dann vom Vertreter des Europäischen Parlaments zu hören, was mittlerweile in den Diskussionen schon passiert ist, angeregt wurde, weil das eine ist ja der Text und dann gehen die Diskussionen in Brüssel weiter und ja, wir hoffen, dass sich der Text dann weiterentwickelt. Vielen Dank. Und es dann feierlich an Marc Angel zu übergeben. Marc Angel, im Rat wurde ja schon eine vorläufige Einigung gefunden letzte Woche. Im Rat sitzen die Vertreter der Länder. Da gab es auch einige Kritiken, die sich mit denen von Herrn de Rond und den Interessen der Menschen mit Behinderung überschneiden. Nun liegt der Ball beim Europaparlament. Und ich denke, dass Sie auch, Herr de Rond, mit dem Europaparlament in Kontakt sind, um die letzten Interessenpunkte noch einmal von dieser Seite auch in die Diskussion reinzubringen. Das ist sehr wichtig. Und dann sehen wir, wie Sie sagten, was dann am Ende der Prozedur herauskommt, ob wir noch weiterhin ambitiös sein werden oder ob wir national, das kann man ja auch noch immer mal machen, noch einmal nachbessern. Kam. Luxemburg Stadt, ich erinnere daran, ist ja auch die Stadt, die den europäischen Preis, Access Prize gewonnen hat, vor 2 Jahren. Das ist eine Auszeichnung für die Städte, die es den Menschen mit Behinderungen einfach machen, sich zu, vorzubewegen in einer Stadt. Marc Angel, wie steht das Europaparlament zu dieser wichtigen Akt? Ja, vielen Dank, Anhalte.
Zuerst einmal auch vielen Dank an Patrick Dront und an Info Handicap, dass ich hier eingeladen wurde. Und auch nochmals vielen Dank für gestern die schöne Feier. Der super gute Geburtstagskuchen, der hat mir sehr gut geschmeckt. Und Katja, du hast bereits schon gesagt, dass die EU, dass die Europäische Union das Thema Menschen mit Behinderung sehr ernst nimmt. Die Kommission, du hast die Strategie erwähnt, das Parlament arbeitet da sehr eng mit der Kommission zusammen. Im Europaparlament gibt es drei Ausschüsse, die sich sehr intensiv mit dem Thema Behinderung auseinandersetzen. Das ist der Ausschuss für Arbeit und Soziales, wo ich Mitglied bin. Das ist aber auch der Petitionsausschuss, weil wir haben sehr viele Petitionen von Menschen mit Behinderung. Und es ist auch der Ausschuss für Binnenmarkt, der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherrechte, wo wir besonders was Barrierefreiheit, Accessibility, aber auch im Internet, wenn man einkaufen will, der Markt barrierefrei, wo wir solche Themen behandeln. Wir haben jetzt auch seit diesem Jahr eine Woche, wo wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Christoph Schröder wird nachher vielleicht mehr dazu sagen. Wir hatten letzte Woche in vielen Ausschüssen sogenannte Hearings oder Diskussionen über das Thema Menschen mit Behinderung. Das wird also im Europaparlament sehr ernst genommen. Dann haben wir auch eine Disability Intergruppe. Was ist eine Intergruppe? Eine Intergruppe besteht aus Mitgliedern des Parlaments, aus mehreren Fraktionen, die sich wirklich diesem Thema widmen. Und die arbeiten auch sehr eng mit dem European Disability Forum zusammen, der Dachverband von Info Handicap. Und wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die selber betroffen sind und die sind da auch sehr eng mit eingebunden. Und auch die arbeiten sehr eng an diesen verschiedenen Vorschlägen und versuchen das Leben der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Also das Thema wird sehr ernst genommen. Ich muss auch noch sagen, es gibt eine Richtlinie, die seit 2008 blockiert ist im Rat. Das ist die horizontale Antidiskriminierungsrichtlinie. Das ist eine sehr wichtige Richtlinie, aber die ist blockiert, besonders weil verschiedene Länder wissen, dass wenn man die umsetzen würde, dass das sehr viel Investitionen kostet, besonders wegen der Barrierefreiheit. Das ist einer der Hauptgründe. Und deshalb pushen wir jetzt im Parlament und sagen, wir haben jetzt diese vielen Verordnungen und Richtlinien, was die ökologische Sanierung von Gebäuden anbelangt. Warum können wir das jetzt nicht zusammen machen, wenn sowieso Arbeiten an Gebäuden ausgerichtet werden müssen? Warum können wir nicht dann diese ökologische Sanierung auch gleichzeitig mit der Sanierung um die Barrierefreiheit? Wir pushen also und wir hoffen, dass diese Richtlinie auch irgendwann einmal von allen Mitgliedstaaten anerkannt wird, dass sie dann auch umgesetzt werden kann. Zu dieser Richtlinie jetzt, zu dieser Richtlinie über den Behindertenausweis und den Parkausweis. Anne, du hast es gesagt, es ist eine Richtlinie, das heißt, wenn wir die jetzt im Parlament eine Position haben und dann eine gesamte europäische Position haben, dann müssen die Mitgliedstaaten, die sie ja umsetzen, in ein Gesetz umschreiben. Und hier können wir schon einiges von der Kritik, die sehr berechtigt ist, die ich auch teile und die ich auch von den Kolleginnen und Kollegen, die im Parlament, im Europaparlament an diesem Dossier arbeiten, dass ich das auch höre, das kommt ja auch vom European Disability Forum, wo wir alle zusammenarbeiten. Und einiges kam hier, und da ist die Rolle von Info Handicap sehr wichtig und von euren Mitgliedern sehr wichtig, dass ihr sofort in Kontakt kommt und dass da ein Austausch mit dem Ministerium, ich habe da keine Zweifel daran, dass das passiert, weil in Europa haben wir ja, das soll in jedem Mitgliedsland gelten, nothing about us without us. Nichts über uns, ohne uns. Und das ist eigentlich sehr wichtig. Und diese Richtlinie, die Kommission hat die auch sehr in enger Zusammenarbeit mit dem European Disability Forum gemacht. Aber auch die Auswertung des Pilotprojekts wurde mit hineingebracht. Und auch die vielen Probleme, die sie aus den Mitgliedstaaten bekommen haben über den Pachtausweis, sind auch mit einbezogen worden. Und es gab noch eine öffentliche Konsultation, wo 3.361 Rückmeldungen eingingen und 78% von diesen Rückmeldungen kamen von Menschen mit Behinderungen. Und das hat die Kommission alles in die Ausarbeitung dieser Richtlinie gesteckt.
der Sozialschutz ist nicht eingegriffen. Das ist schade, weil wir keine gesetzliche Basis dazu haben. Du hast auch erwähnt, die Richtlinie 883 zur Social Security Coordination, die Koordinierung der sozialen Sicherheit, da wird auch daran gearbeitet. Da kommt man seit Jahren nicht voran. Aber es gibt eine kleine Hoffnung, dass jetzt während der spanischen Ratspräsidentschaft für dieses schwierige Dossier, das war auch für Luxemburg teilweise schwierig, dass wir das trotzdem noch abschließen könnten. Das wäre nämlich dann auch sehr wichtig. Das Problem ist auch, Europa kann ja nicht alles regeln, weil es Verträge gibt und es gibt Kompetenzen, die Europa hat und es gibt Kompetenzen, die geteilt sind und es gibt Kompetenzen, die nur den Mitgliedstaaten zugutekommen. Und deshalb gibt es ja auch jetzt die Bewegung, einen Konvent einzuberufen, um die Verträge zu ändern. Und da hat das Parlament auch sehr stark darauf gepocht und die Kommission ist auch sehr stark daran beteiligt, dass es zu einem Konvent kommt, damit wir auch die Gründe für Diskriminierung besser definieren können, die Diskriminierungspolitik bessere Grundlagen haben. Und da wollen wir auch, dass die europäische Säule der sozialen Sicherheit oder der Pfeiler, ich glaube auf Deutsch heißt es der European Pillar of Social Rights, die europäische Säule der sozialen Rechte, dass die in den Vertrag reinkommt und auch ein Social Progress Protocol, dass diese ganze soziale Dimension der Europäischen Union verstärkt wird. Ich persönlich setze mir sehr stark ein für die Vertiefung der Union of Equality, der Gleichheitsunion und der Sozialunion, weil ich glaube, wenn wir das vertiefen, dann schützen wir auch die Demokratie und die Demokratie ist ja jetzt auch unter Attacke in verschiedenen Ländern. Kommen wir aber jetzt hier zu diesem ganz konkreten Text, was sehr wichtig ist. Wir haben ja Reisefreiheit in Europa, aber Menschen mit Behinderungen haben andere Probleme und strukturelle Hindernisse und auch systemische Ungleichheiten und können also nicht dieselbe Teilhabe an dieser Freiheit, um von einem Land ins andere zu ziehen und reisen etc. teilnehmen, weil verschiedene Dienstleistungen dann, weil sie nicht sicher sind, ob sie verschiedene Dienstleistungen beim Transport, zum Beispiel Assistenz in den Zügen, Bussen, aber auch die Tarife, die Preise, die Eintrittspreise sind sehr wichtig. Und wir wissen ja auch, dass Menschen mit Behinderungen von Armut mehr betroffen sind als Menschen ohne Behinderungen. Im Jahre 2020, hier habe ich die Zahlen, die muss ich jetzt schauen, im Jahr 2020 waren 20,9% der Menschen mit Behinderungen ab 16 Jahren in der EU von Armut bedroht, verglichen mit nur 14% der Menschen ohne Behinderung. Also auch der finanzielle Aspekt, glaube ich, spielt auch eine Rolle. Dann, Patrick hat schon wirklich erklärt, um was es geht. Ich brauche da nicht mehr viel in die Details hineinzugehen. Dieser Ausweis soll aber den nationalen Ausweis nicht ersetzen. Das, glaube ich, ist auch sehr wichtig. Das ist ein zusätzlicher Ausweis und das ist sehr wichtig. Patrick hat es auch schon gesagt. Er kann in digitaler Form oder in Kartenform, man kann den in diesen beiden Formen bekommen. Es ist auch sehr wichtig und auch bei der Parkscheibe, da wurde gab es viele Fälschungen. Die Länder müssen sich auch engagieren, da gibt es einige, wie heißt das hier? Ich habe das hier, Regeln, dass es sehr schwierig ist, so eine Karte zu fälschen. Ne? Heute mit Computer kann man ja vieles fälschen, aber mit Siegeln und gültigen Zeit, also das ist alles, steht auch alles drin, dass da weniger Missbrauch geschehen kann, wie das bisher schon geschehen ist. Und dann waren Parkplätze besetzt von Menschen ohne Behinderung, nur sie hatten eine falsche Karte im Auto liegen und das soll man dann auch noch verhindern. Was auch wichtig ist, jedes Mitgliedsland muss eine zuständige Behörde benennen, die die Ausstellung und auch die Erneuerung und auch den Entzug beider Ausweise gemäß
der jeweiligen nationalen Vorschriften und Gepflogenheiten beaufsichtigt. Das ist sehr, sehr wichtig, dass es da eine Behörde gibt, die sich darum, kümmert. Wie gesagt, ich habe es schon gesagt, die Mitgliedstaaten werden verpflichtet, Maßnahmen zur Verhütung von Fälschungen und Betrug in Zusammenhang mit diesen Ausweisen zu ergreifen. Das ist auch was, wo man im nationalen Gesetz das noch verstärken kann. Also das hier ist eine Richtlinie auf Luxemburgisch, sagt man ein Direktiv oder auf Französisch ein Direktiv. Und das heißt, da kann man, wenn man das, wenn die in den Ländern umgesetzt werden, noch mehr hinzufügen. Und ich glaube, das soll man auch machen. Und wie gesagt, noch einmal, das ist dann Ihre Arbeit, da wirklich voranzugehen. Im Parlament, Anna Kalte hat es schon gesagt, der Rat, also die Mitgliedstaaten, die haben schon auf Französisch heißt das Orientation Générale, in Englisch General Approach. Die haben ihren Text, die haben sich schon festgelegt. Im Parlament arbeiten wir noch dran. Das war alles sehr kurzfristig, aber da ist auch sehr mit eingebunden natürlich Änderungsvorschläge, die wir bekommen vom European Disability Forum. Die machen sehr gute Arbeit, wir arbeiten da immer sehr eng zusammen. Die versuchen wir mit reinzubringen. Natürlich auch die Disability Intergruppe wird sich damit beschäftigen und dann die verschiedenen Fraktionen. Wann jetzt die Position vom Parlament fertig sein wird, weiß ich nicht, aber die müssen sich beeilen, weil wir kommen ans Ende der Legislaturperiode. Und ich glaube, das wird noch in dieser Woche oder nächster Woche passieren. Und dann beginnen die berühmten Trilogverhandlungen. Wie passiert das? Wie machen wir eigentlich in Europa ein Gesetz? Jetzt hat die Anne hat erzählt, ich habe es wiederholt, der Rat hat eine Position. Wenn das Parlament jetzt eine Position hat, haben wir schon zwei Positionen. Und wir haben ja die ursprünglichen Vorschlag von der Kommission. Und dann gehen wir in die Trilogverhandlungen. Da sitzen wir dann in einem riesigen Saal. Die Europaabgeordneten, die an diesem Dossier arbeiten, der Berichterstatter und die Schattenberichterstatterinnen und Erstatter von allen Fraktionen. Die Kommission ist da mit der Kommissarin, das ist dann Kommissarin Dalli, mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dann ist der Rat da mit dem spanischen Ratsvorsitz, aber auch noch Angestellte vom Rat. Und dann haben wir ein Riesenpapier mit vier Spalten. In der ersten Spalte ist der Text von der Kommission, in der zweiten Spalte ist der Text vom Parlament und in der dritten Spalte ist der Text vom Rat und in der vierten Spalte ist nichts, die ist weiß und die füllen wir auf und dann gibt es Zeilen, dann ist alles in Zeilen dann, und dann, wie arbeiten wir, das ist dann Kompromiss, Diskussion, Zeile für Zeile wird dann geschaut. Ja, das Parlament will mehr. Der Rat sagt, nein, das können wir nicht. Und die Kommission sagt, doch, das. Und dann muss man Kompromisse eingehen. Und dann sind einige Trilogsitzungen. Und die letzte Trilogsitzung, da steht dann immer Open End. Also Open End, ja. Da sitzen wir dann, das ist meistens abends um 6 Uhr, das losgeht, mit viel Kaffeekannen, Teekannen, Sandwich. Und dann kann das bis morgens 3, 4, 5, 6, 7, 8 Uhr morgens gehen, bis wir dann abschließen. Und das hoffe ich, dass wir noch die Trilog jetzt schnell anfangen, weil das der belgische Ratsvorsitz das im Januar oder Februar abschließen kann. Weil ab April, Mai ist das Parlament zu, weil wir im Wahlkampf sind. Das ist also sehr dringend und ich hoffe, dass wir da vorankommen. Ich muss sagen, wenn es um Menschen mit Behinderungen geht, dann wird oft Parteipolitik. Die lassen wir in unseren Büros und da sind wir noch mehr Kompromissbereitschaft, weil es geht hier wirklich, man soll, wenn es um Menschen mit Behinderungen geht, keine Parteipolitik machen. Und da geht es wirklich um das Wohlergehen der Menschen. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir hier schnell vorankommen. Ich bin zurzeit auch Berichterstatter von einer anderen Richtlinie über die Stärkung der Gleichstellungsstellen, also die Equality Bodies. In Luxemburg wäre das Centre d'égalité de traitement, was du ja auch sehr gut kennst. Da sind wir jetzt auch in den Trilogverhandlungen. Da haben wir nächste Woche in Straßburg einen Trilog und hoffen da abzuschließen, damit wir diese Equality Bodies stärken können, unabhängiger machen, damit die genügend Mittel bekommen, damit die politisch neutral sind, damit die auch vor Gericht gehen können, damit die auch
Alternative Dispute Resolution, wie heißt das auf Deutsch, Alternative, also Mediation Conciliation and Mediation, ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch, aber Alternative Dispute Regulation, damit man außergerichtlich auch verhandelt. Ja. Und da bin ich auch zuversichtlich. Ich glaube, das ist ja auch was für Info-Handicap interessant ist, dass wir wirklich gute Antidiskriminierungspolitik haben und auch Behörden, die Menschen, die sich diskriminiert fühlen oder die Opfer sind von Diskriminierung, dass die auch geschützt werden können und dass Vereinigungen, die dann auch vor Gericht verteidigen können. Auch wenn die Leute nicht vor Gericht gehen wollen, sollen die Equality Bodies das Recht haben, wenn sie sehen, dass es eine strukturelle Diskriminierung gibt, dagegen anzugehen. Das war eine Klammer, die ich aufmachen wollte, aber ich arbeite zurzeit auch an diesem Dossier und das, glaube ich, das ist auch ein wichtiges Dossier. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Die Sozialleistungen, ja, da hoffe ich, dass wir, wie gesagt, mit dem Social Security Coordination besser vorankommen. Und ich finde zum Beispiel, können Sie hier die Regierung darauf aufmerksam machen, wenn das jetzt umgesetzt wird, dass wir vielleicht Fristen in diese, wenn jemand aus dem Ausland kommt und sich hier einbürgert, weil er hier einen Job hat, dass die Fristen für die Anerkennung des Statuts der Behinderung, dass die kurz sein müssen, dass man da Fristen reinschreiben kann. Ich glaube, das ist wichtig und das müssten auch alle anderen Länder machen, damit das ein bisschen harmonisiert wird. Es ist schade, dass es da keine Fristen vorsehen. Es ist auch noch immer das Problem, dass wir keine europäische Definition haben von Handicap, von dem Konzept Behinderung. Haben wir die UN, die Charta der Vereinigten Nationen, aber trotzdem, da ist noch viel zu tun. Das hier, finde ich, ist ein guter Anfang. Man soll jetzt da Lehren daraus ziehen. Das ist ein guter Anfang, aber wir müssen weiterarbeiten. Ich bin auch sehr zuversichtlich, was die Digitalisierung anbelangt, dass man auf dieser Karte mit der Technik verschiedene zusätzliche Vorteile reinmacht. Ich hatte Kontakt mit einer finnischen Firma, Computerfirma, die sagen, wir könnten mit QR-Codes auf der Karte verschiedene Informationen reingeben, zum Beispiel wenn der Notarzt kommt oder die Feuerwehr kommt, die Ambulanz, der Krankenwagen kommt, damit die das scannen und sofort sehen, aha, diese Person ist Autist, da muss man so umgehen, wie redet man mit Menschen, was sind die ersten, damit die dass Sanitäter da irgendwie aufmerksam werden können, wie sie verschiedene Behinderungen Menschen umgehen, Bewegungen und so weiter. Die Grundausbildung ist natürlich dabei, bei all diesen Menschen, aber oft gibt es viele Details und da kann man mit der digitalen Entwicklung diese Karte noch wirklich verbessern. Mein letztes Wort, wir sind im Parlament auch, wir haben jetzt im Präsidium, ich bin der Vizepräsident, da bin ich im Präsidium verabschiedet, die Physical Accessibility, wir haben damit unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern mit Behinderungen, die ganzen Gebäude, die dem Parlament gehören, nicht nur die Gebäude in Luxemburg, Straßburg und Brüssel, sondern auch die Dienststellen in den verschiedenen Mitgliedstaaten, alles kontrollieren, damit die barrierefrei werden. In Straßburg müssen wir noch einige Umbauarbeiten im Plenarsaal machen, aber das ist alles jetzt geplant. Und ich bin zuständig für alles, was ICT anbelangt, also Technik und Informatik. Und wir haben auch jetzt eine Unit, ein Team für Digital Accessibility im Parlament, wo wir jetzt dabei sind, alle unsere Applications, also unsere Applikationen, Anwendungen, alles Internet, alle Internetseiten, aber besonders die Applications, damit die auch behindertengerecht sind, damit die besonders Menschen mit Sehstörungen, dass die da alles richtig vorgelesen bekommen. Das ist auch eine große Arbeit. Und in diesem Team haben wir auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selber betroffen sind und die das dann selber testen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und am Mittwoch habe ich eine Veranstaltung, wo ich als Vizepräsident auch diesen Aktionsplan
vorstellen, ja, den Aktionsplan vorstellen, wo wir wirklich auf 100% Digital Accessibility hinzielen. Und das freut mich auch schon. Und wenn ich sehe, wie diese Kolleginnen und Kollegen mit Begeisterung daran arbeiten, das ist wirklich super toll. Und ich hoffe, dass ich dann auch Austausch mit dem Luxemburger Parlament und mit anderen Parlamenten haben kann, damit wir diese Arbeit teilen können. Übrigens arbeitet Kommission, Rat, Europäischer Gerichtshof, alle Institutionen haben in ihrer Personalvertretung eine Person, die zuständig ist für Menschen mit Behinderung, die sich regelmäßig in Gremien treffen und auch austauschen, damit wir als Europäische Union noch bessere Bedingungen schaffen können, auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da betroffen sind. Das gesagt, freue ich mich auf eine Diskussion und hoffe, dass ich die Antwort auf Fragen habe. Wenn nicht, schreibe ich sie auf und dann schicke ich euch die Antwort. Aber noch einmal, du hast das super gemacht, du hast mir die Arbeit leicht gemacht, du hast alles so im Detail erklärt. Vielen Dank nochmal, Patrick, auch für deine Arbeit und das ganze Team hier von InfoHandicap. Danke. Wir haben gesehen, es gibt noch viel zu tun, es läuft aber auch sehr viel. Es ist sehr beruhigend zu sehen und wir haben hier Leute, die wirklich damit anpacken, damit es auch vorwärts geht. Jetzt haben wir noch 10 Minuten Zeit, wir können aber gerne noch ein bisschen länger reden. Jetzt ist es an Ihnen, liebe Gäste, wenn Sie Fragen haben, dann ist es nun Ihre Gelegenheit, diese zu stellen. Ich sehe auch schon gleich hier eine Hand, die hochgeht. Da haben wir noch ein anderes Mikro. Das ist das Mikro fürs Publikum. Hier vorne war es. Bitte. Guten Tag, mein Name ist Eric Krebs. Je vais parler français. J'ai très bien compris votre intervention. Merci beaucoup. Est-ce que c'est très bien cette carte pour l'Europe étendue à toute l'Europe pour les personnes handicapées? Est-ce que, à côté de cela, ça permet aux différents pays de faire des statistiques sur les différentes personnes qui ont cette carte? Pourquoi je te dis cela? Parce que la carte, c'est bien de l'avoir, mais il faut aussi que le pays prenne des décisions par rapport aux différents handicaps qui sont répertoriés. Donc on a l'impression, en tout cas notre association, qu'au Luxembourg, on manque de statistiques. Quand on les demande, en tout cas, on ne les a jamais. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je vais être très rapide, vous avez parlé de pauvreté des personnes handicapées. Effectivement, c'est un fait, on ne peut que confirmer. Mais c'est un peu lié aussi à la barrière d'accès au travail des personnes handicapées. Encore une fois, pas seulement au Luxembourg, je pense EuropaWeit. Est-ce que là aussi, vous parlez avec les autres départements, services européens pour... on ne peut pas parler de discriminer, mais quand ces gens, ces personnes avec handicap veulent chercher un emploi, ils ont les Fähigkeiten, ils ont les capacités, mais ils ont cette barrière que les entreprises, le marché de l'emploi, ne leur offre pas les places qui sont disponibles pour ces personnes. Merci. Qui veut se lancer? Peut-être le dernier. Also nur gut. Die Mutter von der Sache. Hi. Ja. Okay. Okay. Ja, also so gut, ja. Ja. Gut. Und ja. Danke an den Mikrofon. Okay. Ja, ja. Also. La question de la pauvreté, die Armutsfrage, natürlich, l'accès au travail, also Zugang zur Arbeitsplätze ist sehr wichtig. Da haben wir im Parlament, im Arbeitsausschuss einen super Bericht vor 3 Jahren gemacht von Katrin Langensieber, eine deutsche grüne Europaabgeordnete, die selber behindert ist. Und da haben wir wirklich auch uns angelehnt an die UNCDVR, an die Konvention von den Vereinigten Staaten, wo wir versuchen, dass die Menschen nicht ewig in diesen Sheltered Workshops, Atelier Protégé bleiben, sondern damit mehr gemacht wird, die sofort wieder auf den ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. Man soll auch, wir haben aufgerufen, dass in den Ländern die Gesetzgebung vereinfacht werden, um den Arbeitgebern Subsidien, Gelder zu geben,
um ihre Büros, wenn die einen Menschen mit Behinderung einstellen, damit die dann auch Fördergelder bekommen, damit sie vielleicht eine Rampe, was fehlt, damit der Arbeitsplatz zugänglich wird. Das wird ja alles ändern jetzt mit der neuen Gesetzgebung, aber das braucht noch Zeit. Wir haben ja sehr viele alte Gebäude, wo das nicht der Fall ist, mit Minilifts und so weiter. Da versuchen wir viel dran zu arbeiten. Da hat die Europäische Union wenig Macht, aber wir sind da wirklich immer dran zu erinnern, auch die Kommission mit Recommendations, mit der Strategie, wo jedes Land auch einen Aktionsplan machen muss, wo wir pushen, monitoren, wo Vertreterinnen und Vertreter der 27 Länder nach Brüssel kommen, sogar auch von den Kandidatenstaaten einen Austausch machen und so versuchen dann auch Sachen in Bewegung zu bekommen. Was Statistiken anbelangt, das ist ein großes Problem, besonders was alles, was mit sozialen Fragen zu tun hat. Da jedes Mal, wenn wir Expertinnen und Experten im Parlament haben, sagen wir uns, wir haben nicht genug, we don't have aggregated data. Das ist wirklich was. Wir hoffen jetzt auch mit der künstlichen Intelligenz, dass wir da vielleicht Programme bekommen, wo es dann einfacher wird, Statistiken zu sammeln und zu bekommen. Da müssen die Mitgliedstaaten noch große Bemühungen machen. Aber auch das wäre vielleicht was, wenn die Umsetzung jetzt kommt, dass man sagt, Luxemburg soll da auch, was die Statistiken anbelangt, sich noch mehr bemühen. Aber ich weiß auch nicht, wie Eurostat, die sind natürlich auch abhängig von dem, was sie von den Mitgliedstaaten bekommen. Das ist das Problem. Die können nur das machen, was man ihnen liefert. Und wenn ein Mitgliedsland wenig hat, dann können die auch wenig verarbeiten. Das ist eben das Problem. Gut, dass Sie darauf aufmerksam gemacht haben. Das ist ein Problem, was ernst zu nehmen ist. Weil mit Statistiken kann man die Situation besser einschätzen und kann man auch bessere Politik machen und bessere Antworten geben. Danke. Rede ich nicht zu schnell, damit kommt, das ist okay. Danke. Ach, an Ihnen? Ja? Nein. Ich Ja, bitte. Mein Name ist Suzanne Engel, ich bin von den Piraten Hai. Fürs als kleinen Kontext, wir waren in Frukent. Wir hatten ein Kästchen Parlamentär dazu gestellt, ob Hai am Land darauf aufgepasst wird, bei zum Beispiel den Elektrobohnen, dass die accessibel sind für Personen mit Handicap. Der Kunde mal vom demolischen Minister gesagt, dass ob ein EU-Norm gibt, gewährt gehen, an den du nicht ich möchte spielst, ein Norm festlegen. Also so habe ich es geplant. Ich meine, das ist schön und gut, wenn wir Parkausweis machen. Wir wissen alle, du gehst an den nächsten Jahren so immer mehr zur Elektromobilität hin, wo du auch mit geduscht für Leute mit einem Handicap, für das man nicht nur für das selbste Problem stehen. Vielleicht, okay, du hast mal die Bohnen gemäht, aber die Leute haben keine Absicht dazu, wenn sie vielleicht vom Rollstuhl nicht beikommen, weil auch sie sind dann darauf angewiesen, für ein Elektroauto umzukommen. Ja. Also bei den Bohnen wichtig sind, dass es oft Bohnen gibt bei Handicapierten. Was bei diesen, wo da das Problem liegt, was wichtig ist, dass wir dann Parkplätze haben, wo diese Elektrostationen, wo man Elektroautos aufladen kann, weil es reicht ja nicht, dass der Stecker auf einer Höhe ist, wo man rein, man muss ja auch die Autotür aufbekommen und raussteigen können mit einem Rollstuhl und das ist schon wichtig. Das muss ich nachschauen. Ich weiß da nicht Bescheid. Ich bin da nicht im Transportausschuss und auch nicht im Energieausschuss, aber ich hoffe, dass das, wenn auf die parlamentarische Anfrage schon beantwortet wurde, dass da in Europa daran gearbeitet wird, dann nehme ich an, dass das auch der Fall ist. Aber wir können das nachschicken. Ich gebe Ihnen meine Karte, Sie schicken mir die parlamentarische Anfrage mit der Antwort und dann schaue ich nach. Aber ich denke, das ist ich hoffe, dass die Menschen, die sowas planen, so logisch sind, dass man auch auf behinderten Parkplätzen diese Aufladestationen einrichtet. Aber Sie wissen zwar schon Bescheid darüber. Wahrscheinlich. Also ich kann kurz etwas sagen zu den nationalen Bestrebungen. Info Handicap ist da in einer Arbeitsgruppe, wo es um die Umsetzung geht von accessiblen Ladebohnen.
Die erste Phase der Umsetzung geht dahin, um zu sagen, ein bestimmtes Quota der Ladesäulen soll akzessibel sein. Aber das eigentliche Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass die Ladesäulen generell dem Design for All entsprechen. Das heißt, dass sie, egal wo sie auf welchem Parkplatz fahren, dass sie überall eine Borne haben mit dem Design for All. Das ist nicht von heute auf morgen umsetzbar. Die erste Phase wird darin zu bestehen, sicherzustellen, dass ein gewisser Prozentsatz an Ladesäulen akzessibel ist. Zum Beispiel auf einem Parkplatz, wo fünf Ladesäulen sind, dass eine verpflichtend akzessibel ist, also zugänglich ist, barrierefrei ist, genau. Aber langfristig ist das Ziel, dass wir Ladebahnen haben, nicht nur in Luxemburg, sondern europaweit, die dem Design for All entsprechen und wo man als Autofahrer mit Behinderung, egal wo man ist, eben seinen Elektrowagen aufladen kann. Übrigens, Design for All ist ja auch vorgesehen, Anne Kalter hat ja erwähnt, die Disability Strategy von der Kommission. Da ist eine Legislative, das ist hier über den Parkausweis und auch den Behindertenausweis, aber da ist auch eine große Initiative, was wir nennen eine Flagship Initiative, das ist die Accessible Europe, und da wird natürlich sehr viel über dieses Design for All, das wird da mit behandelt in dieser Accessible Europe. Wir hätten im Parlament, wären froh, wenn das eine europäische Agentur würde, aber so weit sind wir noch nicht. Das wird so eine Plattform, ich habe es auch nicht richtig noch verstanden, aber wir warten jetzt, wie die Kommission das plant, aber dann hoffe ich, dass Druck von den Vereinigten kommt, dass wir eine richtige Agentur. Die Europäische Union hat ja auch Agenturen, viele Agenturen. Die letzte Agentur, die geschaffen wurde, war ist die European Labour, die Europäische Arbeitsagentur, die in Bratislava ist. Und es wäre vielleicht gut, wenn wir hier auch eine Agentur zur Barrierefreiheit und Accessibility und die alle Fragen auch von Behinderungen mit einschließen würde. Aber in der Europe Accessibility Action, da ist dieses Design for All wirklich sehr, wird das sehr mit einbezogen. Sorry, mein Deutsch heute ist Montag. Gibt's noch gerade? Ja, klar. Dann kann ich doch, auf den Transport zurück. Also, es gibt unterschiedliche Regelungen in den EU-Ländern bezüglich der kostenlosen Transport. Im Jugendbeispiel ist das ganze Land. In anderen Ländern, zum Beispiel regional bezogene Regelungen. Ab Bornort. In Deutschland zum Beispiel ab 5 bis 50 Kilometer ab Bornort im Umkreis. Mit die Fahrt kostet. Dann muss ich für den Land rein, ich weiß auch nicht. In den anderen Ländern kann ich dazu nicht sagen. Und der EU-Behindertenausweis auch für den Transport benutzt. In Zügen oder in Straßenbahn in der Stadt. In der Stadt müsste das eigentlich eine gute Gelegenheit geben. Der europäische Behindertenausweis gibt dir nur das Recht, dass wenn du als Luxemburger in Deutschland ein Transportmittel benutzt, dass du die gleichen Bedingungen hast wie der Deutsche mit Behindertenausweis. Du kannst nicht sagen, ich komme aus Luxemburg, bei uns ist der Transport gratis, jetzt will ich hier in Deutschland auch gratis Transport. Du darfst nicht diskriminiert werden, die können nicht sagen, ja, sie haben keinen deutschen Behindertenausweis, deshalb müssen sie jetzt vollen Tarif zahlen. Du hast Recht auf genau die gleichen Rechte, wie die Person in dem Land, wo du hinreist, hat. Das ist das Prinzip von dieser Karte. Sonst noch eine Frage? Ja? Die
Theater ist, finde ich gut, also das muss man europaweit machen, ja klar. Aber trotzdem eine Frage, ist das erkannt, dass man ein Handicap nicht mehr hat? Ich bin zum Beispiel also Präsident von der Assoziation von psychischen Kranken. Also das ist anders wie physisch. Das kann sein, ein kleiner Prozent, dass Leute, die mit einem psychisch Kranken sich besser mit Jahren oder Jahrzehnten besser fühlen. Und ist das erkannt, dass man dann den Handicap nicht mehr hat? Gut. Möchte hier. Ja, ich habe ja gesagt, es gibt ja, es muss jedes Land eine Behörde nennen, die diesen Ausweis ausstellt, erneuert oder entzieht. Und die werden ja immer erneuert. Und wenn da medizinisches Gutachten, dass die Person geheilt ist, mentale Gesundheit ist ja, wird ja sehr jetzt viel endlich mal behandelt. Das ist ja noch viel Tabu gewesen. Und eine psychische Krankheit ist genau wie eine andere Krankheit. Wenn sie früh entdeckt wird, wenn sie gut behandelt wird, kann man durchaus wieder sehr gesund werden und ohne Problem leben. Also da glaube ich dann, diese Behörden, die dann zuständig sind für die Erneuerung und auch für den Entzug dieser Karten, mach mir da keine Sorgen. Patrick hat ja auch gesagt, niemand wird gezwungen, diesen Ausweis zu bekommen oder anzufragen. Sie werden nicht, wenn jetzt irgendwo in einer Behörde im Computer auftaucht, diese Person ist eine Person mit Behinderung, oh, jetzt drucken wir der einen Ausweis aus und schicken der Person diesen Ausweis. Nein, man muss den beantragen. Ne? Ich glaube, das kennen wir ja auch schon im Moment von den nationalen Ausweisen. Die werden ja auch nicht automatisch ausgestellt. Ne? Das heißt, sowohl die Pachtkarte wie der Behindertenausweis, den muss man aktiv anfragen, auch wenn der nationale Behindertenausweis entgegengesetzt der Pachtkarte eine unbegrenzte Gültigkeit im Moment hat. Aber die Pachtkarte, die wird ja ausgestellt für 5 Jahre und dann muss man die wieder neu anfragen. Und so wird, ich denke, in Zukunft, wenn die europäische Behindertenkarte hier in Luxemburg eingeführt wird, das gekoppelt sein und man eben mit ankreuzt, ob man die europäische Behindertenkarte haben will oder nicht. Das ist ja auch das Problem mit den Behindertenparkplätzen. Die Stadt Luxemburg ist ja sehr großzügig. Man fragt an, bekommt einen, und oft ist die Person nach ein paar Jahren umgezogen oder vielleicht verstorben. Und der Behindertenpark, das wird nie kommen, die sind meistens, bleiben die jahrelang da. Und natürlich die Nachbarn, niemand will auch da anrufen und sagen, aber da ist auch keine richtige Kontrolle in den Gemeinden. Und die müssen das dann auch ein bisschen ernster nehmen. Da gibt es Probleme. Gut. Gut, vielen Dank für die interessanten Anregungen vom Publikum. Leider läuft die Zeit uns weg und Herr Schröder wollte auch noch ein paar abschließende Bemerkungen. Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie uns die gerne stellen bei unserem kulinarischen Moment anschließend an unsere Konferenz. Aber jetzt würde ich gerne Christoph Schröder das Wort übergeben. Christoph, kannst du auch bitte Jacques Ding. Merci, Herr Vizepräsident. Sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, was wir gehört haben, zeigt, dass dieser europäische Behindertenausweis, auch vor allem mit dem Parkausweis zusammen, im praktischen Leben, gerade hier in der Großregion, viele Vorteile bringen kann, dass Menschen mit Behinderung im Prinzip dann auch ähnlich sich fortbewegen können in dieser Großregion, wie alle anderen das auch können, dass man dass die Franzosen in die Rockhalle zu einem Konzert fahren können, dort ohne Probleme parken können, dass man nach Trier fahren kann und im Museum ohne Problem auch die entsprechenden Nachlässe kriegt und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass mit diesem Instrument gerade hier rund um Luxemburg wir da ein gutes Stück nach vorne kommen können, weil wir da einfach Europa leben und dann davon auch profitieren können. Der Marc Angel hat es schon angesprochen, mit der Veranstaltung heute beenden wir halt auch hier in Luxemburg ein bisschen mit diese große Woche der Behindertenrechte, die das Europaparlament letzte Woche hatte. Und um Ihnen nur mal ein paar Beispiele zu geben, womit sich Ausschüsse bei uns beschäftigt haben. Der Entwicklungshilfeausschuss zum Beispiel hat letzte Woche eine
Diskussion über den Zugang zu Bildung und Weiterbildung gehabt in Entwicklungsländern. Der Petitionsausschuss hat einen großen Workshop gehabt über die Rechte der Menschen mit Behinderungen. Der Verkehrsausschuss hat über Barrieren, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, Barrieren in den Feldern von Transport und Tourismus gesprochen. Der Menschenrechtsausschuss hat die Situation von Menschen mit Behinderungen in Konflikt- und Nachkonfliktsituationen ausgesprochen diskutiert. Mehrere Events haben stattgefunden im Beschäftigungsausschuss, unter anderem auch über gerade den Behindertenausweis und den Parkausweis. Und heute treffen sich Abgeordnete des Europaparlaments mit Abgeordneten aus den nationalen Parlamenten. Ich nehme an, dass auch jemand aus der Schomba, aus dem Luxemburger Parlament mit dabei ist, um darüber zu reden, wie man Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Wahlen vereinfachen kann. Wir haben parallel hier auch schon an der zentralen Webseite des Europaparlaments mitgewirkt als Luxemburger Büro und konnten dort wirklich auch auf gute Initiativen in Luxemburg hinweisen, wo es nächstes Jahr dann am 9. Juni, wenn die Europawahl stattfindet, Menschen mit Behinderungen so leicht wie möglich gemacht wird, an diesem für uns als Demokratie ganz wichtigen Prozess teilzunehmen. Bei so einer Woche zu den Behindertenrechten geht es mir manchmal wie beim Frauentag. Es ist eigentlich schade, dass wir darüber noch gesondert zu bestimmten Terminen sprechen müssen und dass wir das nicht schon so weit verinnerlicht haben, dass es in unserem täglichen Leben mit berücksichtigt wird. Das ist auch, glaube ich, so eine kleine Herausforderung an uns, die wir Veranstaltungen wie heute organisieren, wo wir, glaube ich, sehr selten Gebärdendolmetschung mit anbieten. Das ist also auch was für uns, wo als Reflexion, was wir nochmal mitnehmen müssen, wenn wir nächstes Jahr auch nochmal ein eigenes Konferenzzentrum auf dem Kirchberg im Gebäude des Europaparlaments kriegen, wie wir dann auch die Belange der Menschen mit Behinderung nicht nur dadurch, dass alles barrierefrei ist, dass man reinkommt, sondern auch, dass wir mit unseren Veranstaltungen das auch weiter treiben. Als Europaparlament ist es uns wichtig, natürlich einerseits digitale Barrierefreiheit, aber ein Punkt, der auch wichtig ist, ist auch noch die Rolle als Arbeitgeber. Und dort hat das Europaparlament in den letzten Jahren mehrere spezifische Auswahlverfahren für Menschen mit Behinderungen ausgeschrieben und auch in Luxemburg haben wir davon profitiert, indem Menschen mit ganz besonderen Qualifikationen, die eine Behinderung haben, aber zu uns kamen und uns auch bereichern, insbesondere auch im Bereich, wie Marc Angel das angesprochen hat, mit der digitalen Barrierefreiheit. Es gilt aber auch für Praktikantinnen und Praktikanten, wo wir extra Programme haben und wo ich sie auch bitten würde, dann in ihren Netzwerken auch noch darauf hinzuweisen, dass es sowas auch bei uns ab und zu gibt. Zum Schluss möchte ich mich bedanken. Erstmal auch noch Glückwünsche an Herrn de Rund und an Info Handicap für die 30 Jahre, aber auch bei Ihnen persönlich bedanken und bei Herrn Arendt, dass wir diese Veranstaltung heute zusammen organisieren konnten. Auch danken die Kolleginnen und Kollegen von der Kommissionsvertretung und vom Europäischen Verbraucherschutzzentrum. Und alle anderen möchte ich dann jetzt noch einladen. Es gibt noch ein bisschen was zu essen und zu trinken. Wenn Sie nicht direkt in dieses scheußliche Wetter raus wollen, bleiben Sie noch ein bisschen hier und profitieren Sie davon, dass Sie vielleicht mit uns auch noch was Sachen diskutieren können. Vielen Dank. Die Einladung zum nächsten Medite-Konsumateur kommt dann im neuen Jahr. Ja, ganz kurz. Ich habe hier zwei Dokumente mitgebracht von der Kommission. Das ist eine Pressemitteilung über diesen Ausweis und eine Fragen- und Antworten-Text. Und da ist ein QR-Code oben drin. Da brauchen Sie nur mit Ihrem Handy und dann haben Sie die Dokumente auf dem Handy. Ich lasse die mal hier liegen, beide. Und der Letzte kann dann auch das Original mitnehmen. Und wir schicken das dann auch an euch alle. Und vergisst bitte nicht, bei unserer Umfrage mitzumachen, wie Sie diesen Austausch gefunden haben, wenn Sie Zeit haben. Das geht ganz schnell. Und Sie erhalten dann auch diese wichtigen Dokumente, wo es ganz einfach erklärt ist, was dann jetzt ändern wird mit diesen zwei Karten. Vielen, vielen Dank auch meinerseits an Info Handicap, Herrn de Rond und Herrn Arendt und an Sie alle für Ihr Interesse. Vielen Dank. Schönen Tag. Danke.